geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Verloren, aber jetzt kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Die Partie geht los. Rot-Weiß Oberhausen gegen den Wuppertaler SV. 11. Spieltag der Regionalliga West. Und die Gäste von rechts nach links in Babyblau legen direkt mal los. Hagemann. Jetzt dann die erste Ecke für die Gäste. Boah, der Ball. Ja. Rutscht vorbei. Da wäre es dann fast immer zu einer gefährlichen Situation gekommen. Tobias Peitz. Ja, Merz auf Montag und jetzt, er hat jetzt auf einmal Platz. Moritz Montag bringt den Ball in die Mitte. 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Sven Kreier lässt sich feiern. Der Kapitän, wir werden es gleich dann nochmal genauer sehen, wer dann am Ende wirklich dran war, aber es wird wahrscheinlich auch er gewesen sein. Und dann, weiß ich, dieses kreative Moment. Das ist ein Ball von Merz auf Montag, der da durchstartet. Ja, und dann war es am Ende. Ja, und wir sprechen gerade noch davon, klare Zuteilung, der hat einen Mann. Und dann, ja. Der hat ja richtig viel Platz, Moritz Montag. Ja, und da, das darf allein taktisch schon nicht, was heißt taktisch, aber individual taktisch nicht passieren, dass dein Gegner dir so im Weckenrund wirft. Weil es war klar, Christian Merz kann nur diesen Ball hinter die Kette chippen. Ja, wieder Stoppelkamp, Kreier, Merz. Ja, haben sie gerade ihre Schwierigkeiten mit. Wieder Kreier und vorher Moritz Montag. Viel Platz. Ja, und dann kommt Patzer noch ran. Kreier liegt da, aber es geht weiter. Jetzt über Macheta. Sehr, sehr schöner Ball auf Charlison Benchop. Benchop legt ihn sich ein bisschen zu weit vor. Fällt dann hin. Aber es gibt keinen Elfmeter. Er hat sich den Ball ein bisschen Ticken zu weit vorgelegt. Aber super Ball auch von Macheta. Ja, man muss sagen, der Kontakt ist mit der Hand am Bein da und den kannst du auf jeden Fall, den kannst du geben. Ja. Und oder gerade dann am Ende, zum Ende hin, Hurra-Fußball, von den Emotionen geleitet. Ja. Müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen gefestigter werden. Erdschan, Macheta. Muss Tobi Peitz weichen. Sah eher danach aus, dass Hagemann vom Platz muss, aber der beißt auf die Zähne. Und jetzt aber erstmal der WSV mit Charlison Benchop und Robin Benz hält den Ball noch irgendwie. Also auch Drittliga-Erfahrung, die er mitbringt. Niemeyer, schöner Ball auf Stoppelkamp. Und der hat sehr viel Platz. Stoppelkamp. Schöner Ball auf Jaltschin. Aber er auch diesmal unglücklich am Ende. Aber so frei darfst du den Stoppelkamp eigentlich nicht laufen lassen. Ja, aber sieht man, Michel Niemeyer fügt sich super ein. Hat die Ruhe am Ball, dreht sich nochmal und sieht dann den komplett freien Stoppelkamp. Und das ist halt auch eine Qualität. Macheta. Da haben wir wieder ein Lebenszeichen offensiv. Benchop. Aber die Oberhausener verteidigen das hier gut. Pittlik gegen Niemeyer.
Und wieder gefährliche Freistoßposition. Saric. Kommt noch irgendwie dran. 1:1. Da sind die Last-Minute-Wuppertaler wieder. Charlison Benchop in der 89. Minute. Immer wieder versucht, sind einfach nicht durchgekommen. Und jetzt setzt es dann doch den Lucky Punch. Saric. Ja, und Benchop. Artistisch. Irgendwie bringt er den Ball da über die Linie. Ja, sehr ärgerlich aus Oberhausener Sicht. Man hatte den Ball eigentlich schon fast geklärt mit Niemeyer und Rosoff dann doch noch das Foul. Ja, und jetzt gibt es noch die rote Karte für Jörn Nowak. Jetzt vielleicht nochmal die Kontermöglichkeit für die Gäste. Da bleibt dann Öztürk hängen. Marcel Benkow pfeift die Partie ab. Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV trennen sich 1:1. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.